Herzlich willkommen zum zweiten Table Talk hier in den LiveNet Büros. Und das Mal haben wir dabei den Max Schläpfer, der Präsident der Schweizerischen Pfingstmission und Präsident vom Freikirchenverband Schweiz. Auf der anderen Seite den Meinrad Schicker. Er ist Sekretär sowie Pastor bei der Bewegung Plus Thun. Herzlich willkommen. Merci. So, das Thema, das wir heute haben, ist Gemeindestrukturen. Und ja, da denke ich, seid ihr auf eine Art Experte mit euren Qualifikationen und Stellungen, die ihr im Moment vertretet. Darum nimmt mich sehr wunder, was ihr darüber denkt, wie wir von der frühen Christenzeit zu jetzt kommen mit den Gemeinden, die wir haben, mit Sonntagsgottesdiensten, mit einem Pastor oder mehreren Pastoren. Mit Ältesten, mit Hauszellen häufig. Wie versteht ihr das? Zuerst eine kleine Vorbemerkung. Ja. Ich weiss nicht, wenn Zuschauer, Zuhörer das Wort hören, Gemeindestrukturen, dann würde es mir gerade zuerst ein bisschen ablöschen, oder? Strukturen stehen für mich immer im Dienst vom Leben. Also es geht nicht primär um Strukturen, sondern um das Leben. Und das bildet immer Strukturen aus. Strukturen sollen im Leben dienen. Darum, wenn wir über Strukturen reden, reden wir im Tiefsten darüber, wie kann das Leben aufblühen, das gemeinschaftliche Leben, wie können wir unseren Auftrag in diesen Strukturen am besten wahrnehmen. Und darum, das ist mir noch wichtig zu sagen, es ist nicht so ein akademisches Thema, wo so ein paar Fachleute bewegt, sondern es geht uns alle an, oder? Wie gelingt das Leben in einer Familie, so auch in einer Gemeinde? Strukturen sind in dem Sinn im Dienst vom Leben. Und dann macht's es lebendig. Also. Ja, ich glaube, wir können das Beispiel nehmen. Wir wissen, dass Gemeinde auch verglichen wird mit einem Leib, oder? Und ein Leib hat eine Struktur. Also ohne Knochengerüst würden wir nicht funktionieren können. Und die Struktur fördert das Leben, aber wir müssen, glaube ich, umgekehrt auch sagen, es gibt auch kein gesundes geistliches Leben ohne eine gewisse Struktur. Natürlich sind Probleme da drin. Und von dort her bin ich einverstanden mit dem, was der Meinrad gesagt hat. Das kann wirklich spannend sein, weil auf der einen Seite können die Strukturen das Leben hindern und auf der anderen Seite können das Leben verunmöglichen. Super, sehr interessant, dass wir gerade zum Sinn und zu der Balance kommen, so schnell. Da habt ihr euch ja sicher auch immer wieder viel Gedanken darüber gemacht oder euch damit beschäftigt. Bei den Leuten, wo der Paulus die Briefe dran hat geschrieben, was sie unter Gemeinde verstanden haben, hat es dann mehrere Gemeinden eben gegeben in einer gewissen Stadt? Oder haben sie wie die Gemeinde von dieser Stadt als eine verstanden und die Gemeinde von dieser Stadt? Die Verwendung des Wortes Ekklesia, wie versteht ihr das? Ist das Gemeinde, die lokale Gemeinde heute? Ist das Leib Christi als Gesamtes? Aber es sind wahnsinnig viele Fragen, die jetzt gekommen sind. Oder? Also ich glaube, vielleicht können wir mal ganz grundsätzlich stehen bleiben beim Begriff Ekklesia, wo es sehr viel sagt. Also das ist ein theologisch sehr spannender Begriff, gibt sehr viel Literatur darüber. Und das Interessante ist, dass die Bibel für die Bezeichnung der Gemeinde nicht einen religiösen Begriff genommen hat. Es hat religiöse Begriffe gegeben in der griechischen Sprache, wie Diasos zum Beispiel oder Synodos. Aber man hat Ekklesia genommen, der ein politisch-militärischer Begriff war. Und das ist wirklich eine spannende Tatsache. Und dann müssen wir noch darauf hinweisen, dass Ekklesia eigentlich nur in den Briefen vorkommt, mit Ausnahme von zwei Stellen im Matthäusevangelium. Also ausformuliert, was Gemeinde eigentlich dann ist, ist erst worden nach der Auferstehung von Jesus nach Pfingsten. Und Ekklesia, ich kann jetzt lange darüber reden, wenn wir es kurz machen, damit wir wirklich zum Gespräch kommen. Aber Ekklesia hat auf der einen hat zwei Hauptbedeutungen. Das eine ist, es ist Bezeichnung für die Einberufung der Armee. Und das zweite, es ist Bezeichnung für die Einberufung der rechtsgültigen Bürgerversammlung in einer Stadt. Also da gibt es einen Haufen Detail und Schattierungen, aber ich glaube, wenn wir über Strukturen reden, dann sehen wir, es ist ein Begriff gewählt worden, der Struktur beinhaltet. Jede Armee hat Struktur und jede politisch organisierte Gemeinschaft hat Struktur. Und von dort her ist im Begriff Ekklesia eine gewisse Struktur bereits vorgegeben, wo man muss akzeptieren, dass es das gibt.
Also wenn ich den Ball gerade aufnehme, ich finde das hochspannend, dass die Bibel nicht ein künstliches, ideales Gebilde irgendwo formuliert, so müsste Gemeinschaft gelebt werden, sondern das Reich Gottes. Und jetzt möchte ich den Bogen noch ein bisschen spannen, oder? Es fährt ja nicht erst im Neuen Testament an mit der neutestamentlichen Kirche. Gott hat sich einen Mann, Abraham, rausgerufen, hat mit seiner Sippe, die eine Struktur hatte, eine patriarchale Struktur, Geschichte gemacht. Dann sind Stämme daraus entstanden. Der Gott Heilsgeschichte, ich würde das auch wagen, mit einer Stammkultur, die wir heute so nicht mehr kennen, oder? Hat Gott mit dieser Struktur Geschichte gemacht. Anschliessend, ich überspringe jetzt mal die Richterzeit und so weiter, ist das Volk Israel, wir kennen die Könige wie den David, oder? Ist eine Königsstruktur, eine Monarchie eingeführt worden. Und wenn der Max jetzt von Ekklesia redet, oder, dann ist auch ein Modell, das damals bestanden hat, wo man kennt hat, eine Struktur, die vertraut war in der griechisch sprechenden Welt, ist genommen worden. Was sagt uns das? Manchmal haben wir das Gefühl, die Ideale, so muss die biblische Gemeinde aussehen. Ich glaube, dass das Reich Gottes, die Werte vom Reich Gottes, immer wieder in diesen verschiedenen Zeitepochen ein bisschen andere Strukturen gebildet haben. Und von dem her frage ich mich manchmal, ob man einfach könnte, nein, wenn ich ehrlich bin, frage ich mich nicht. Ich bin nicht der Überzeugung, dass man einfach in der Bibel könnte mal schauen könnte und sagen, damals haben sie es so gemacht, heute machen wir es auch. Die Frauen haben damals müssen Kopftücher tragen, machen wir es heute auch. Das Reich Gottes tut sich in den verschiedenen Zeitepochen auch immer wieder neue Strukturen schaffen. Und darum finde ich es noch heikel, einfach zu übernehmen und zu sagen, so müssen wir es auch machen, wie es die damals gemacht haben. Aber es ist immer eine vom Reich Gottes bildete, prägte Struktur, die zum Tragen kommt. Hey, ich bin nicht ganz einverstanden mit dem, was du jetzt gesagt hast. Weil, also wenn wir davon ausgehen, dass die Bibel inspiriert das Wort Gottes ist und das Neue Testament quasi für das Gemeindeleben die Rahmenbedingungen setzt. Also sicher nicht ganz enge Vorgaben, auch strukturell nicht. Wir könnten noch darauf zu reden kommen. Es gibt eine weite Interpretation. Aber ich bin sicher, dass die Gemeinde, das Volk Israel, in dem Sinn jetzt eben in der Heilsgeschichte abgelöst hat. Und dass die Struktur der neutestamentlichen Gemeinde keine patriarchische kann sein, keine Stammestruktur kann sein, sondern eben auf dem Ekklesia-Begriff und auf dem Gemeindeaufbau, wo man in der Apostelgeschichte sehen, passiert. Dort hat es immer noch eine Breite. Aber ich würde ganz sicher mich dagegen wehren, wenn man sagt, wir können in eine patriarchalische Struktur oder in eine Stammestruktur zurückgehen, weil die einmal in der Bibel beschrieben worden ist. Also das war ja nicht ein Aufruf gewesen, die Steinigung von der Ehebrecherin wieder einzuführen, weil es damals zum Teil Teil von dieser Zeit und Phase war, oder? Wir können das nachlesen. Das macht sie auch anspruchsvoll, oder? Wenn, sagt die Bibel, etwas, das nicht nur für diese Zeit damals gültig ist, und sondern auch für heute. Buch, ja, im Alten Testament hat es ja geheißen, das Böse entfernen aus der Gemeinschaft und da war die Steinigung zum Beispiel von Ehebrecher ein Teil gewesen. Und ein extremes Beispiel zu nehmen, oder? Das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die ich denke, die wir gemeinsam machen müssen, die nicht nur ein paar auserkorene Köpfe machen. Wie tut sich das Reich Gottes heute auch wieder ausbilden? Und da teile ich natürlich deine Überzeugungen vom Neuen Testament. Patriarchat ist bei uns nicht so ein Thema, aber zwischen ihnen neigen wir zum Beispiel in den Freikirchen auch ein bisschen zu einer pfarrherrlichen Entwicklung. Und ich meine, im Neuen Testament, und das durch den Heiligen Geist, wir als Vertreter von charismatischen pfingstlichen Kirchen, wo wir auch gemeinschaftlich sollen Kirchen entbauen, entwickeln und so weiter. Aber das sind spannende Entscheidungen. Es ist nicht immer so gewesen. Und das wollte ich anregen. Ja. Also so Copy-Paste, denke ich, geht nicht. Wir müssen aus dem Geist vom Reich Gottes heute fragen, wie sieht die Kirche heute aus? Ich mache das letzte Beispiel. Ekklesia war ein griechischer Begriff, den Max erwähnt hat. Ich habe Gemeindeglieder, die sagen, ja, ich will nicht in einem Verein dabei sein.
Ekklesia heisst ja die Herausgerufene, oder? Und dann deuten sie sehr geistlich, das sind wir. Aber ich glaube nicht, dass damals die Bedeutung vom Begriff im Zentrum gestanden ist, sondern das, was du gesagt hast. Das ist eine Form von gemeinschaftlichem Leben, die sie kennt aus der griechischen Welt. Ich will nicht Mitglied im Verein sein, das ist so weltlich. Die Bedeutung von Verein, sprachlich, wäre ja Vereinen, kommt ja daraus raus. Also wäre eigentlich etwas sehr Schönes, oder? Eine Gemeinschaft, die vereint. Ich habe heute absolut keinen Stress, dass wir als Kirche, lokale Kirche, ein Verein sind. Weil das wird heute verstanden, so wie damals Ekklesia verstanden ist. Aber jetzt müssen wir das Struktur, das gesetzliche Gefäß mit den Werten des Reich Gottes füllen. Das ist für mich nicht dramatisch, sondern ein Ausdruck von heute, der angemessen ist. Dass wir als Kirche Vereinsstrukturen auch haben. Aber nicht alles nur vereinsrechtlich abhandeln, oder? Also da spüre ich jetzt einen leichten Unterschied. Bei dir ist etwas anderes wie wichtig, eine andere Orientierung. Nach was orientierst du dich, wenn es darum geht, das Gute für heute herauszufinden, wie es heute laufen soll? Wo geht man da suchen oder wo dockt man da an? Also ich glaube, so Welten legen wir nicht auseinander, aber vielleicht kann ich es an einem Beispiel festmachen. Oder? Wir sind vereinsrechtlich strukturiert, da gibt es einen Präsidenten, da gibt es Kassier, die werden gewählt, demokratisch, wie es in der Schweiz entspricht. Und da meine ich auch aus der Bibel heraus zu spüren, dass das demokratisch wäre jetzt nicht der richtige Name, aber das Gemeinschaftliche, dass Gemeinschaft sich zusammengetan hat, Vertrauen geschenkt hat. Wir benutzen nach aussen den Begriff vom Ältesten, zum Beispiel, oder von einer Ältestin, nicht mehr so aktiv. Oder wir haben die verschiedenen Funktionen, Präsident und so weiter. Aber wenn wir jetzt zusammen, jetzt sind wir gerade lokal in so einem Prozess, wir tun bewusst die Briefe aus dem, von Paulus, wo er in den jungen Pastoren geschrieben hat, die sogenannten Pastoralbriefe, Titus, Timotheusbriefe in der Bibel, die wollen wir zusammen studieren und sagen, was macht der geistliche Leiter aus? Es geht nicht nur um ein Vereinsamt, sondern um einen geistlichen Dienst. Und dort schöpfen, ich glaube, das ist auch in deinem Sinn, oder? Da schöpfen wir aus dem reichen Schatz der Bibel, was dürfen wir von einem geistlichen Leiter, von einer geistlichen Leiterin erwarten. Aber vielleicht tun wir jetzt den Begriff tun wir nicht mehr im Vordergrund, Älteste. Wir haben Funktionen, Ressortleiter oder eben Vorstandsmitglied, übrigens sehr ein schöner Begriff, Vorstand. Vorsteher. Die, die vorher müssen stehen. Ja, wo müssen verantworten, manchmal auch vorausgehen. Der älteste Begriff, tun wir ein bisschen weniger vom Begriff brauchen, aber alles vom Inhalt. Damit es nicht ein Missverständnis gibt, wenn 27-jährige Älteste sind. Ich glaube, so kommt es gleich ein bisschen zusammen, oder? Ja. Also eben, es sind jetzt noch zwei Ebenen, die da spannend sind. Die erste Ebene sind Dienstberufungen. Also wir haben gesagt, Pastoren und so weiter. Das könnten wir vielleicht dann später noch aufnehmen. Es gibt ganz klar definierte Dienste und die heben sich ab von anderen. Es gibt in der Bibel eigentlich vier Leitungsstile, die man ganz klar herausschaffen kann aus der Apostelgeschichte. Der erste ist non-governmental, also ohne grosse Leiterschaft. Wo es einfach, die Leute sind zusammengekommen am Anfang und haben sich Apostelgeschichte 2, hatten alles gemeinsam, was ein Fehler war. Wird dann, Jerusalem ist dann verarmt. Die haben dort auch ihre Lehrplätze gemacht. Und dann sehen wir einen zweiten Stil, das ist der Kongregationalismus. Also, wo man Entscheidungen abgestützt hat in der gesamten Gemeinde und die gesamte Gemeinde eine Meinung dazu hatte, zum Beispiel bei der Wahl der Diakone. Nachher gibt es den Presbyterianismus, wo du gesagt hast, oder? Die ältesten Leiter, also wo man einen Teil von der Leiterschaft an eine Gruppe, die das Vertrauen von der Gemeinde hat, delegiert hat. Also darum gehen ja die Briefe, der Paulus schreibt an die Ältesten der Gemeinde und so weiter und die Diakone und so weiter. Dort ist das Presbyteriale gemeint. Aber das ist wieder eng verbunden mit der Basis der Gemeinde. Und dann gibt es noch das Episkopale, wo du gesagt hast, Bischof, oder? Ganz eine stark hierarchische Ordnung. Die Gemeinde im Neuen Testament war nie einfach nur bischöflich gewesen.
aber sie hat bischöfliche Aspekte gehabt. Und das schönste Beispiel, das man dort kennt, ist Apostelgeschichte 15, wo sie die grosse Frage diskutiert haben, wie können Juden Christen werden. Und dort sind die Apostel zusammengekommen, wir würden heute sagen Bischöfe, oder? Die Ältesten sind zusammengekommen von verschiedenen Gemeinden und haben das diskutiert und nachher haben sie das mit der Gemeinde ausbeindelt und am Schluss heisst es, es hat dem Heiligen Geist und uns gefallen. Und dort sehen wir, dass je nach Situation gewisse Leitungsstile stärker hervortreten sind und andere weniger stark. Und das hat mir sehr geholfen, zum sehen, in dieser Bandbreite von Non-Governmental bis Episkopal muss sich irgendwo die Leitung der Gemeinde immer wieder adaptieren, damit sie in der Zeit, in der sie lebt, kann die biblischen Prinzipien leben und auch glaubwürdig ist. Mhm. Ja, da habe ich die richtig verstanden, was mir sehr entgegenkommt. Manchmal wird der Versuch unternommen, das episkopale System, das streng hierarchische, wie du es nennst, das ist das Biblische. Bei dir spüre ich jetzt eine gewisse Durchlässigkeit, da drin setze ich es bewegen und keines von denen ist das Biblische. Habe ich dich richtig verstanden? Das ist richtig, aber weißt, es gibt ja eher, wir müssen ja eher davon ausgehen, dass Leute gewisse Sachen ausklammern wollen. Also wenn einer der Papst sein will, in seiner örtlichen Gemeinde und sich nicht von irgendeiner Denomination oder so reinreden lässt, dann sagt er, ja, das Episkopale gibt es für mich nicht. Aber das gibt es, der Aspekt gibt es. Der Paulus hat reingeredet in eine örtliche Gemeinde. Episkopal. Und mir geht es einfach darum, dass man die Sachen nicht gegeneinander ausspielen darf und sagen, ja, es gibt nur das Non-Governmental, wir dürfen alle entscheiden. Das ist nicht wahr, das ist biblisch nicht haltbar. Es gibt nur das demokratische, kongregationalistische. Nein, es gibt auch Leiterschaft, gesetzte Leiterschaft, aber nicht nur. Da kann auch keiner aufstehen und sagen, ich bin der grosse Papst über die Gemeinde, sondern es muss immer wieder auch in der Gesamtgemeinde abgestützt sein. Und das sind die Sachen, die man zusammengreifen müssen. Und ich wehre mich eigentlich gegen die Abgrenzungen, die die Leute dann haben und sagen, nein, wir brauchen keine Episkopale, nein, wir brauchen keine demokratischen Strukturen und wir brauchen nur demokratisch, wir brauchen keine Leiterschaft und. Und das geht nicht. Was mich noch Wunder nimmt, jetzt mal konkret zur Rolle des Pastors, wie man das heute versteht, wie kommt man zum Verständnis heute, dass der Pastor der ist, der am Sonntag eine Predigt hält und dass man sich einmal in der Woche eben trifft? Ich finde es spannend, so Einstiegsfrage, wie ist es gekommen? Ich habe mich jetzt gerade spontan zurückerinnert in der Apostelgeschichte, wo das erste Mal so, ja, gemeint, ja, entstanden ist, ab Pfingsten und so weiter. Dort wird ja beschrieben, dass sie sich getroffen haben, in den Häusern, im Tempel. Es wird dann gesagt, was Elemente gewesen sind von ihren Zusammenkünften. Sie haben zusammen gebetet, das Abendmahl gefeiert. Und dann ist schon dort auch die Verkündigung der Apostel, ich sage jetzt mal ein bisschen modern, Predigt, ist dort schon ein Element gewesen. Also, wie tut man die alten Schriften ins neue Leben, wo Christus jetzt im Zentrum steht, wie tut man das verstehen? Das war damals schon ein Element von dem Miteinander der ersten Christen. Oder? Und natürlich hat es sich dann entwickelt, verändert. Aber was ich befreiend finde, heute haben wir einen Begriff für Pastor. Kommt ja vom Hirt. Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer. Der taucht ja gewissermaßen auch noch mal auf als einer von diesen diensten Begabungen. Welcher wäre jetzt von denen? Der Hirt. Der Pastor. Der Hirt. Aber gell, es ist heute ein Sammelbegriff. Wenn ich 5 Pastoren anschaue, tut jeder seinen Pastoraldienst auch ein bisschen unterschiedlich leben. Wir haben ja jetzt den Lehrer und der Hirt ist ja quasi. Verstehe ich beides ein bisschen heute vereint in der klassischen pastoralen Rolle? Die klassischen tun das meistens so ein bisschen vereinen, aber dann hast du Pastoren, die ich jetzt zum Teil den Eindruck habe, die haben auch so einen heiklen Begriff, eine apostolische, weißt, Dimension in ihrem Dienst, die tun überregional wirken, die tun neue Bewegung setzen. Für mich ist das auch ein bisschen die Herausforderung heute. Wir haben nur einen Begriff für ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und ihren Dienst. Und gleichzeitig
leben wir nicht schlecht damit. Wir wissen etwa, was der Auftrag ist, dass sie zur Gemeinde schauen. Aber es ist schon, das hat er so, wollen sagen. Ein bisschen aufspalten, oder? Also ich wäre jetzt vorsichtig. Das kommen wir vom 100. ins 1000. Ich glaube, wir müssen vom Leben her denken. Die Gemeinde braucht lebendige Verkündigung. Das ist der Schlüssel. Und die Predigt hat eine riesige Verheißung. Der Glaube kommt aus dem Hören auf das Reich Gottes, also auf das Wort Gottes. Wenn predigt wird, dann ist das nicht einfach ein Vortrag, den ein Pastor macht, hoffentlich. Das liegt auch an der Dienstberuf oder ein Apostel oder ein Prophet, das ist mir der gleich. Es muss eine Verkündigung, eine klare Auslegung vom Wort Gottes da sein, wo der Gläubige aufbaut und stark macht, damit er als Christ leben kann, draussen im Alltag. Und da ist es weniger wichtig, ob es wie der Mann heisst oder die Frau, die die Verkündigung bringt, sondern die Substanz und die Salbung ist wichtig. Römer haben wir ja gesagt, Römer 10, oder? Der Glaube kommt aus dem Hören auf das Wort Gottes. Und dann, was ich noch reinbringe, es gibt Dienstberufungen, Epheser 4, wo wir schon darüber geredet haben, Apostel, Prophet, Hirt, Lehrer, Evangelist. Und die haben eine besondere Aufgabe. Und ich will auf das konzentrieren, dass sie haben die Aufgabe, die glauben, zu trainieren, damit sie können so leben können, dass sie nicht von jedem Wind der Lehre wieder auf die Nase fallen, bei jeder gesellschaftlichen Entwicklung an ihrem Glauben anfangen zu zweifeln, bei jeder Lebenskrise das Gefühl haben, Gott existiert nicht mehr und so weiter. Das ist die Aufgabe dieser Dienste. Und die sind ein bisschen, über die könnten wir jetzt wirklich detailliert reden, aber ich glaube, das bringt für die Diskussion nicht viel. Und eine hat das Vertrauen in einer gegebenen örtlichen Situation. Und der hat sich das Vertrauen erarbeitet, durch seine Salbung, durch seine Setzung, durch die Anerkennung, durch seine Liebe zu den Leuten und so. Und der ist zusammen mit einem ältesten Team im Idealfall oder mit einem Team verantwortlich für die Leitung dieser Gemeinde. Aber er hat prinzipielle Lehr- und Glaubensvermittlungskompetenz, wo er sich nicht einfach nur auf sachlicher und auf studierender Ebene erarbeitet hat, sondern wo zusammenhängt mit der Salbung, wo Gott auf seinen Dienst geleitet hat. Und das wäre der Pastor, wenn wir ihn heute verstehen. Und darum wollte ich gar nicht am Begriff festhalten, nur, sondern am Inhalt. Ja. Jetzt noch ein letzter Aspekt vielleicht. Noch zum Thema Pastor. Was denken Sie darüber? Mir ist aufgefallen, auch in verschiedenen Veranstaltungen, Gemeinden und so weiter, dass manchmal Pastoren sagen, Gott hat mir gesagt, über die Gruppe etwas, oder sei das jetzt eine Vision über die Gemeinde, oder manchmal auch über einzelne Personen im Raum, oder vielleicht gibt es auch mal eine Zurechtweisung, eine öffentliche, wo die Person nicht im davon Namen Gottes macht, oder wie meinst du? Ich habe schon ein paar Mal erlebt, dass mir so ein bisschen kam, wie sobald der Pastor der Gemeinde weitergeht, ist es von Gott abgesegnet. Weil er hat es ja vor Gott geprüft. Oder? Sonst würde es ja nicht die Gemeinde sagen. Und ich weiss jetzt nicht, was haltet ihr davon? Oder denkt ihr, da muss man teilweise auch aufpassen? Oder ist das, sollte man da das Vertrauen entweder eben in Pastor setzen, dass es dann auch wirklich so ist, oder nicht? Also ich finde, das ist Schwäche. Wenn ein Pastor muss herstehen und sagen, Gott hat mir gesagt, entweder hat er eine Salbung von Gott, die die Leute auch noch kennen, und dann merken sie schon, wenn Gott geredet hat. Und ein verantwortungsbewusster Pastor und Ältester, oder wie die Leute auch immer heissen, Leiter, vielleicht haben sie auch gar keinen Titel, die führen die Leute in eine gewisse geistliche Mündigkeit, wo sie verstehen und merken, wenn der Heilige Geist redet. Und dann muss ich gar nicht sagen, Gott hat mir gesagt, sondern ich muss als Pastor von Gott hören, muss mich vorbereiten, muss unter die Salbung kommen, wo ein Prediger braucht. Und dann überlasse ich es dem Heiligen Geist, dass die Überzeugung in den Herzen der Menschen wirklich gewirkt wird. Dann muss ich gar nicht sagen, Gott hat es gesagt. Das ist für mich ein Zeichen der Schwäche. Da sind wir uns sehr ähnlich. Also, wenn man auf die Art und Weise sich Autorität zusprechen, dann kann man die Frage stellen, die Max ausgedrückt hat. Was ich aber auch bei ernsthaften Gläubigen schon erlebt habe, sie lesen die Bibel, dort sind ja Propheten gewesen, oder? Die haben im Namen Gottes geredet gehabt. Und der Wunsch, dass das charismatische Leben von damals auch wieder da ist, ich möchte das manchmal auch würdigen.
Dort möchte ich einfach anmerken, dass gerade im Zusammenhang mit der prophetischen Rede, der Paulus schreibt das, oder? Die prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles. Und dort, wo ein Anspruch, wenn jemand sagt, Gott hat mir den Eindruck gegeben, das wäre ein bisschen eine sanftere Form von der Formulierung. Ich habe den Eindruck, oder Gott hat mir gezeigt. Ich würde jetzt nicht... Ich habe das Gefühl. Ja, wäre auch möglich. Aber für ihn persönlich ist es schon noch ein bisschen mehr, darum drückt er sie ja so aus. Wenn damit einfach ein persönlicher Prozess ausgedrückt wird, von der ernsthaften Auseinandersetzung, dass er ihm etwas aufgegangen ist, dass er etwas verstanden gehört hat, dann würde ich das gelten lassen, aber nicht als Anspruch, das gilt jetzt, das ist ungeprüft zu übernehmen, das wäre fatal. Sondern denen muss man ausdrücklich sagen, und das finde ich so schön am Agabus zum Beispiel in der Apostelgeschichte, der Prophet, oder? Der hat im Namen Gottes geweissaget da über den Paulus, dass er eine schlimme Zeit wird haben, gefangen genommen wird. Und nachher hat er sich zurückgezogen, hat deutlich, was macht man jetzt mit dieser Prophetie, hat er nicht reingeredet. Und das vermisse ich dann manchmal, dass die Leute, die einen starken Eindruck haben, wie ihre Sachen sagen, aber sich dann zurückziehen und keinen Anspruch haben, so muss das dann umgesetzt werden. Dort passiert dann für mich ein Machtmissbrauch im Namen Gottes, wo ich glaube, wo wir sehr vorsichtig sein müssen. Ja, die Weltverantwortlichkeit kommt auch noch dazu. Also wenn ich sage, Gott hat gesagt, wer übernimmt denn die Verantwortung, wenn es anders ist? Also vor allem, wenn ich in Entscheidungen hineinrede, die Leute mir empfehlen, und sage, Gott hat mir gesagt, du sollst links gehen. Und dann gehst du links, weil ich dir gesagt habe, Gott hat mir gesagt, du sollst links gehen. Ja, wer trägt denn die Verantwortung, wenn das Linksgehen eine Katastrophe ist? Und da wird sehr viel auch... unsuper geschafft, manchmal in Gemeinden, dass Leute rauspoleten und prophezeien und keinen übernimmt Verantwortung für das, was gesagt worden ist. Und das ist falsch, weil in der Bibel steht ganz klar, man soll prophetische Worte prüfen und das Gute behalten. Das wäre wieder die Mündigkeit vom Einzelnen, wo das, was gesagt worden ist, aufgrund vom Verständnis vom Wort Gottes prüft. Und der Prophet, wie du sagst, die Freiheit hat und sagt, du, das ist ein Aspekt, den ich dir einfach einmal hertue. Mach du damit und entscheide du damit, was du machen willst. Aber nicht den Anspruch erheben, dass das, was ich sage, du musst machen in deinen Entscheidungen. Außer natürlich, es ging um ein absolutes biblisches Prinzip. Also dann wären wir wieder an einem anderen Ort. Super, merci vielmals. Jetzt gebe ich euch gerne noch ein Schlusswort um. Wir kommen schon langsam zum Ende. Wenn euch jetzt noch mal etwas aufgekommen, was wir vielleicht besprochen haben, irgendwie. Ich würde gerne einen Werbespot machen für die Gemeinde. Wir leben heute so in einer Zeit, wo Generationen zum Teil auch aneinander vorbeileben. Die Gesellschaft fraktioniert sich in unterschiedliche Gruppierungen. Und für mich ist die Gemeinde der Ort, wo man wieder an die Bedeutsamkeit vom Miteinander über Generationen Reich Gottes Wert leben. Und ich glaube, das ist etwas unerhört Bedeutsames für unsere Zeit. Ich wünsche mir, auch viele Christen leiden, habe ich manchmal das Gefühl, so ein bisschen, ja, braucht es Gemeinden überhaupt noch? Man kann den Fernseher einschalten, man kann live nicht hören oder was es ist. Aber die gelebte Gemeinschaft der Kirche, das ist für mich heute auch noch, das hätte ich beinahe gewagt zu sagen, ein prophetisches Zeichen von der Grösse des Reich Gottes, dass er noch unter uns wirkt. Er will sich in der Gemeinde offenbaren. Ich bin Fan von der Gemeinde bei allen Herausforderungen, die wir kennen. Oder? Okay. Ja, gut, ich kann das nur noch unterstützen. Also das wäre der zweite Table Talk gewesen. Das mal ein bisschen mehr etwas von einem Tischli gehabt. Letztes Mal war es sogar noch tiefer unten gewesen. Vielleicht wird der Tisch dann immer wieder grösser, von Talk zu Talk. Aber, merci vielmals, seid ihr dabei gewesen. Ich persönlich habe jetzt ein paar Stichworte gehört, wo ich sicher den Talk wieder durchlösen nochmal. Und je nachdem der Sache noch nachgehen, ich habe es sehr interessant gefunden. Ich hoffe, dir auch. Und, merci vielmals, seid ihr dabei gewesen.